Hey Leute, willkommen zum 8. Season-Rennen in der FSL 2. Wir wählen jetzt erstmal unser Setup aus und dann geht es auch schon los mit der ersten Qualifikationsrunde. Die erste Qualifikationsrunde in Q1 beende ich mit einer 1:37:1. Bin somit gerade auf den vierten Platz. Hier sehen wir die Ergebnisse von Q1. Ich bin auf den vierten Platz geblieben. Die erste Qualifikationsrunde in Q2 beende ich mit einer 1:36:6 und bin somit gerade auf den ersten Platz. Hier sehen wir auch die Ergebnisse von Q2. Und dann die erste Qualifikationsrunde in Q3 beende ich mit einer 1:36:7, bin somit gerade auf den ersten Platz. Und auf die zweite Qualifikationsrunde in Q3 nehme ich euch hier mit. Es war auch nicht mehr so viel Zeit. Und mal gucken, ob das Rennen heute hier in Abu Dhabi besser verläuft als in der FSL 1, als in der Sonntagsliga beim Testrennen, wo ich ja ausgeschieden bin nach ein paar Runden, weil ich mit einem Standard-Setup gefahren bin und mich da DNF gemacht habe bei der Boxenausfahrt. Aber erstmal sind wir hier auf der langen Geraden mit DRS und ERS5 schon angekommen. Hier in der FSL 2 in der Mittwochsliga. Jetzt sind wir hier auf Start und Ziel, wo andere Motorsport Sport-Events ihre Start- und Ziellinie haben und ihre Boxengasse. Da haben wir einen zweiten Sektor lila. Und dann sind wir hier auch schon im dritten Sektor. Hier schön durch die schnellen Kurven hier rechts. Dann unter dem Hotel gleich durch hier links. Was sehr schön aussieht. Was auch sehr schön beleuchtet ist. Und dann sind wir auch gleich hier schon auf Start und Ziel. Einmal rechts rum und nochmal rechts rum. Da ist übrigens die Boxeneinfahrt. Und dann beende ich die zweite Qualifikationsrunde in Q3 mit einer 1:35:6 und somit gerade auf den zweiten Platz. Da bin ich aber nicht geblieben. Ich bin auf den vierten Platz zurückgefallen. Und somit sind wir hier in der Startaufstellung. Das ist meine Strategie. Ich starte auf Medium, wechsle dann auf Soft und wechsle nochmal auf Medium. Und somit gehen die 5 roten Lichter hier in Abu Dhabi an und wieder aus. Und das war ein mittelguter Start. Und was macht da The Rock? The Rock fährt vorwärts rein, dreht sich weg und somit fahre ich ihn rein, bekomme einen roten Flügel und somit ist das Safety Car draußen. Also fahre ich am Ende der ersten Runde in die Box, hole mir einen neuen Flügel und neue Medium-Reifen. Und nicht nur ich muss in die Box fahren. Dann fahre ich hier wieder raus und komme auf den 9. Platz wieder auf die Strecke zurück. Runde 3. Da macht der Thomas einen Fehler, ist außerhalb der Strecke und somit bin ich schon mal auf den 8. Platz wieder. Runde 3, da versucht mich der Raptox zu überholen, schafft es aber nicht, er bleibt aber neben mir und das Gelb, das Safety Car ist draußen, da konnte ich gerade noch so reagieren, zum Glück keinen Schaden und da überholt mich der The Rock, was er eigentlich nicht darf. Der Tim ist an der Box eigentlich. Hätte mich The Rock wieder zurück überholen müssen. Der Raptox ist jetzt hier an der Box und der Bala ist an der Box und somit bin ich auf den 6. Platz. Runde 6, da möchte The Rock an Hexo vorbei. Ich auch gleich am besten. Hier sind wir nebeneinander. Der Raptox will da auch vorbei. Und jetzt ich links, Raptox rechts, Hexo ist in der Mitte. Und somit bin ich an ihn vorbei. Der Raptox auch. Ich bin auf den 5. Platz jetzt. Der Raptox ist neben mir.
Und dank dem Switchback überholt er mich. Und somit bin ich Sechster. Runde 7, der Raptox fährt in die Box. Und somit bin ich wieder auf den 6. Platz. Runde 8, da bin ich im Windschatten von The Rock. Tim ist auch hinter mir, jetzt neben mir. Tim hat mich überholt. Und da gibt The Rock am Kurvenausgang ein bisschen zu viel Gas und verliert seinen Wagen. Somit bin ich auf den 5. Platz. Runde 10, da verliert der Alpha seinen Wagen. Ich versuche da noch auszuweichen, kriege es aber nicht hin, bekomme einen Flügelschaden, aber bin somit auf den 4. Platz. Runde 11, fahre ich wegen dem Flügelschaden, den ich in der letzten Runde bekommen habe, in die Box, hol mir einen neuen Flügel und die harten Reifen und fahre wieder hier heraus. Und somit komme ich auf den 8. Platz wieder auf die Strecke. Runde 14, da ist der Zockerboy an der Box, der Hex und der Gecko auch und der Bala. Und somit bin ich auf den 5. Platz wieder. Runde 15, da ist der Raptox an der Box und somit bin ich auf den 4. Platz. Runde 19, da ist der Sad an der Box und somit bin ich auf den 3. Platz. Runde 22, da ist der Forts an der Box und somit bin ich auf den 2. Platz. Und Runde 28, letzte Kurve. Hier fahre ich ins Ziel auf den 2. Platz. Und somit ist das Highlight-Video bzw. das Rennen vom Highlight-Video schon zu Ende. Das Rennen ist viel besser verlaufen als das Testrennen in der FSL 1. In der Sonntagsliga. Einen schönen 2. Platz habe ich nach Hause gebracht. Der Tim natürlich wieder auf Platz 1. Und somit ist Siegerehrung jetzt hier zu Ende. Ihr seht nochmal hier das Endresultat, den Endstand. Und dann bleibt nur noch eins zu sagen. Wenn euch dieses Highlight-Video gefallen hat, dann gebt ihm doch einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Das würde mich sehr, sehr freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.